Ich bleibe. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, ich werde bleiben. Heißt einfach in dem Zusammenhang, dass ich jetzt nicht auswandern werde, wie ich eigentlich vorgehabt habe. War ja so, dass ich bei mir jetzt die Fläche, ja, dass ich da jetzt gehen muss, weil der Besitzer da bauen möchte. Und wenn ich da jetzt im Garten noch ein bisschen rumlaufe mit dem Folientunnel und alles mögliche, kann man schlecht bauen. Deswegen muss ich ja die Fläche unten, ja, räumen, muss ich sagen, beziehungsweise gehen, weil das ist nicht, wie die meisten denken, meine Fläche. Und da habe ich mich halt einfach, weil ich schon seit mehreren Jahren das Vorhaben hatte, auszuwandern in, ja, tropisches Land und da ganzjährig anzubauen und auch die tropischen Früchte zu genießen. Und jetzt so die letzten Wochen, ja, habe ich mir das ein bisschen anders überlegt. Hat viele verschiedene Gründe. Und da werde ich in dem Video, werde ich euch einfach mal so ein paar grundlegende Gründe von mir erzählen, warum ich das jetzt nicht machen möchte. Also erstens ist es so für mich, dass ich hier doch in den letzten 2 Jahren sehr viel aufgebaut habe. Also ich habe erstens hier sehr viel Erfahrung gesammelt im Permakultur. Ich habe ja nicht mal irgendeine Ausbildung oder einen Kurs belegt. Ich habe einfach drauf losgelegt und ich würde sagen, dass ich dafür schon so rein vom permakulturtechnischen sehr weit gekommen bin, vom gärtnerischen auch, sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln durfte und stetig weiter ausbaue. Und ich habe halt hier auch sehr viel aufgebaut und hier im Garten meiner Eltern habe ich ja auch alles mit der Hand gemacht, also die ganzen Hochbeete, die wir hier haben. Ich glaube, das sind 2 Hochbeetpaletten, 4, 6 Hochbeete. Dann die 2 Hügelbeete, die habe ich da alles mit der Hand aufgeschippt. Also die ganze Erde habe ich mit der Hand hergeholt und Schubkarre. Das ganze organisches Material, die ganzen Beete, die ich hier schon angelegt habe. Bäume habe ich hier auch schon im Grundstück meiner Eltern ein bisschen gepflanzt. An der Seite, auf der anderen Seite vom Haus, von das Gewächshaus haben wir aufgebaut und auch die Erde umgegraben. Jetzt haben wir die Erdbeeren nochmal neu aufgelegt. Also wir haben hier schon einiges hier im Garten gemacht. Dann habe ich noch natürlich den Schrebergarten. Da habe ich jetzt auch schon zig Bäume reingesetzt. Also die Feige, die beiden Maulbeeren, die 3 Kiwis, dann die 4 Indianerbananen, 2 Granatäpfel. Da habe ich auch schon einiges gemacht. Und dann kann ich auch noch ein bisschen weitermachen. Auch wenn die Lage oder das Kleinklima dort nicht so optimal ist für den Obst- und Gemüseanbau, da er doch recht wenig Sonne hinkommt und die ganzen großen Bäume verdecken halt das alles, also die ganzen Tannen und Erlen, das ist halt ein bisschen, ja, außerdem ist der Schrebergarten in einer Hanglage, das heißt, wenn kalter Wind kommt, der geht dann direkt nach unten und kann dann unten auch verweilen, das ist dann auch wieder nicht so optimal, das heißt, dass das auch recht frisch werden kann. Und sonst habe ich ja natürlich auch hier bei der Wildblumenwiese, die gehört mir auch nicht, gehört ja der Gemeinde, denen habe ich auch Bäume spendiert. Da wachsen jetzt auch schon die Trauben, die Pfirsiche und die Blumenwiese, da kann ich ja auch ein bisschen weitermachen. Und genau das werde ich auch jetzt hier so machen. Ich werde hier so gut wie es irgendwie möglich ist weitermachen. Meine Eltern haben schon ein recht großes Grundstück, hier kann man noch einiges machen. Hab da auch so kleine Vorhaben und Pläne, 2, 3 Stück, die ich noch umsetzen würde. Hab auch mit meinem Vater das abgesprochen, also er hat jetzt grundsätzlich nichts dagegen. Und ja, ich hatte einfach das Beste aus meiner Situation. Jetzt machen wir weiter mit dem Gärtnern, weiter mit dem Anbauen und schauen, was sich dabei auch ergibt. Es ist ja auch momentan so, dass ich nach Grundstücken hier jetzt in Deutschland suche. Also hier bei mir natürlich in der Nähe, ich wohne in Oberbayern und ja, den ganz genauen Ort, den kann man so ziemlich, wenn man ein bisschen, ja,
nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dann findet man das auch schon ziemlich gut heraus, wo genau ich lebe. Jedenfalls wird es hier auch Flächen zu Verkauf geben, sind aber Ackerflächen. Also ehemalige Ackerflächen, die auch konventionell bewirtschaftet worden sind. Entweder 1,9 Hektar und da kostet der Preis bei dem 8 Euro pro Quadratmeter, ist dann auch schon wieder eine enorme Summe, muss ich sagen. Über 100.000 Euro. Oder die zweite Fläche ist 1,2 Hektar, ist ein bisschen weiter draußen von der Gemeinde bei mir und ist halt auch wieder so konventionell. Und ich weiß nicht, ob die ringsrum immer noch sondern Gensachen anbauen und auch spritzen, aber wäre wirklich ein interessantes Projekt, auch mit mehreren Leuten das auch umzusetzen und da so permakulturmäßig was zu machen, weil grundsätzlich, warum ich auch nicht ausgewandert bin bei solchen Sachen, wenn ich jetzt 1,2 Hektar zur Verfügung hätte, würde ich niemanden immer alleine schaffen. Ich habe jetzt momentan nicht die Maschinen und das Geld, um das wirklich alles alleine machen zu können. Also das sind über 10.000 Quadratmeter und da wirklich, da wäre ich den ganzen Tag nur beschäftigt mit Ernten und dann müsste ich ja, weil ich das Projekt von ohnehin alles alleine mache, müsste ich ja schauen, wo ich die Abnehmer finde, dann möchte ich auch noch das hier mit YouTube weitermachen, dann wüsste ich auch nicht mehr, wo ich meine Zeit hinsetzen, wo ich meine Prioritäten setzen sollte. Vor allem, weil ich auch das Tai Chi noch weitermachen möchte, das ist mir auch sehr wichtig. Und da ist halt grundsätzlich so, klar, ich hätte gerne diesen Hektar, aber auch nur, wenn ich da wirklich die Leute auch da habe. Also wenn ich dann wirklich so eine Gemeinschaft gründen möchte mit 8 bis 10 Leuten, wo ich dann sage, jeder bekommt 200 Quadratmeter und so eingeteilt, jeder kümmert sich darum, heißt ja nicht, dass es fest sein muss, aber dass sich einfach mal so aufgeteilt, jeder sich circa um 2000 Quadratmeter, tut mir leid, kümmert. Das ist dann schon auch wieder sehr viel, aber auch recht machbarer, weil es ja nicht nur alles Ertragsfläche wäre, sondern dann würde man auch Hotspot-Zonen, Wildblumenwiese und Bäume und alles Mögliche mitpflanzen, theoretisch gesehen bei so einer großen Fläche. Aber so alleine, das ist auch wieder ein Grund gewesen, warum ich auch nicht auswandern wollte. Es ist in den Ländern, wo ich hin wollte, nach Nicaragua oder Costa Rica, ja, da bekommst du diese Grundstücke auch für recht günstiges Geld. Aber in meiner jetzigen Situation, wenn ich das alles alleine mache, dann würde ich wieder von Null anfangen. Und ich habe hier mir schon einen kleinen Kundenkreis oder Freunde mit aufgebaut, die von mir wissen, die mich auch unterstützen. Und wenn ich da wirklich jetzt in einem anderen Land, wo ich die Sprache wahrscheinlich auch kaum beherrsche, was wahrscheinlich eine kleinere Hürde darstellen würde, auch wieder alles von neu beginnen und das noch mit Hand und alleine, da werde ich wahrscheinlich nicht glücklich werden. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich nicht gehen möchte. Und es ist auch so, dass ich mir am liebsten es natürlich wäre, ein Grundstück zu kaufen oder eine Wiese zu kaufen, um mich da wirklich auch frei ausleben zu können. Ich habe mich auch mit der Gemeinde in Verbindung gesetzt und mit ihnen gefragt, wie ich mich halt hier in der Gemeinde einbringen kann. Grundsätzlich ist es so, dass die Gemeinde Grundstück nur verpachtet. Ui, jetzt kommt ein Wind auf. Naja, ist eben Natur, alles kommt unerwartet und spontan. Aber jedenfalls die Gemeinde, mit der habe ich mich in Verbindung gesetzt und die verpachten halt schon öfters mal größere Grundstücke oder Wiesen, wo man sowas machen kann, also bis zu 4000 Quadratmeter. Sonst schreiben die es natürlich im Gemeindeblatt aus, ab einem halben Hektar, weil es dann doch eine größere Fläche ist, aber bis dahin ja, verpachten die sowas und dann kann man auch so landwirtschaftliche Sachen machen und die kennen mich natürlich auch wegen meinem Projekt. Ich mache das ja hier schon seit 2 Jahren und ist halt, ja, die schauen da wirklich auf die vom Bauamt, also die ganzen Gemeindefläche pflegen, die suchen jetzt was Spezielles, was für mich auch passt. Und die kommen dann auch auf mich zu. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar dafür, dass die Gemeinde mit mir so kooperiert. Wäre auch ziemlich cool, wenn einige von euch Menschen
Leute vor Ort zuschauen würde. Ich glaube, einer hat mal wirklich ein paar meiner Videos angeschaut und fand das klasse, was ich da so gemacht habe. Also, wenn es wirklich einer von euch sieht, hallo, seid gegrüßt oder was auch immer so. Freut mich immer sehr, mit euch zu reden oder ja, mit euch auszutauschen, mit euch zu kooperieren. Ich nehme wirklich gerne das organische Material von euch an. Also immer, wenn ihr was habt, dann könnt ihr es auch in Zukunft zu dieser Fläche hinwerfen oder so. Laub, Holz, Häcksel oder so. Könnt ihr mir auch jetzt auch noch geben. Grasschnitt vielleicht nicht immer ganz so viel, weil manchmal weiß ich dann wirklich nicht mehr, wo das alles hinkommen soll. Und da weiß ich nicht, wenn es anfängt zu schimmeln, dann ist es auch ein bisschen dumm. Das sollte natürlich nicht sein bei der Länge, aber sonst finde ich es recht super, dass halt die Gemeinde sowas auch, also meine Gemeinde sowas wirklich wertschätzt. Und ja, ich möchte aber mal schauen, was sich ergibt, ob ich dann die Fläche letztendlich anstatt pachten dann später auch kaufen kann. Liegt nicht an mir, da müsste der Gemeinderat zustimmen und dann müsste man halt mal schauen. Aber wie gesagt, ich suche einfach weiter nach Grundstücken halt auch, die für mich erschwinglich sind. Und ein Stichpunkt, ja, dieser Stichpunkt kann ich auch nur sagen, mein Projekt hier ist spendenbasiert. Ich mache das hier alles freiwillig. Ich habe halt damals mein Studium abgebrochen und mache das hier mit dem YouTube freiwillig und alles Mögliche. Investiere gerne hier meine Zeit. Und wie gesagt, ist spendenabhängig. Ich filme meine Spendenkonto oder meine PayPal-Links findet ihr auf meiner Website oder unten in der Videobeschreibung. Ist alles verlinkt und das hängt ja auch wirklich auch an euch Zuschauern zum Teil auch mit ab, was sich auch daraus ergibt, wie meine finanzielle Situation ist und wie sich auch das Projekt entwickelt. Deswegen bin ich auch immer wieder dankbar, wenn finanzielle Unterstützung kommt oder Unterstützung auch in anderen Formen, damit sich das Projekt einfach weiterentwickeln kann. Genau, und sonst, was ich auch machen werde, natürlich das mit der Crowdfunding-Kampagne, da habe ich jetzt auch daraus gelernt und werde sowas nicht machen. Wie gesagt, freiwillige Basis, wer spenden will, darf spenden, wer nicht, wer nicht. Da werde ich jetzt nicht extra nochmal so einen Spendenaufruf mit dem Crowdfunding oder Fundraising machen, weil letztlich haben meine beiden Erfahrungen gezeigt, also schon allein beim Folientunnel hat es ja nicht geklappt, das war eine kleinere Summe und jetzt bei der Crowdfunding-Kampagne, wo ich nach Costa Rica auswandern wollte, hat es ja auch mehr oder weniger nicht so gut geklappt. Und so mache ich es jetzt einfach. Wer spenden will, der darf spenden. Wer nicht will, ist halt jedem seine Entscheidung. Da kann ich jetzt niemanden einreden und sagen, ihr müsst oder sowas. Wir sind alle freie Menschen, souverän, mehr oder weniger. Und möchte niemanden vorschreiben, dass er spenden muss oder nicht. Und sonst, was ich auch machen werde, ist, wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich natürlich weiterhin meinen Freund hier, der einen Bauerngarten hat, der mir auch die Fläche vermittelt hat, der mir auch vor 4 Jahren das Gärtner näher gebracht hat, der hat eine 5-mal größere oder 6-mal größere Anbaufläche als ich. Hat einen traditionellen Bauerngarten, alles auch mit Hand, so ziemlich mit Handarbeit, ein paar Maschinen, aber es ist alles biologisch bei ihm und ich werde ihm einfach da wieder ein bisschen aushelfen, weil natürlich auf freiwillige Basis, er wird mir kein Geld dafür geben, ich werde auch keins von ihm verlangen, das ist natürlich steuerrechtlich bei ihm auch so eine Sache, deswegen, ich werde ihm einfach freiwillig helfen, wenn er mir Obst und Gemüse in seinem Rahmen abgeben möchte, darf er es gerne machen, sonst werde ich ihn natürlich auch für seine Erzeugnisse bezahlen. Habe ich ihm auch gesagt, dass er mir nichts geben muss. Ich werde trotzdem bei ihm einkaufen, auch wenn ich bei ihm aushelfe oder so. Ich mache es einfach aus Prinzip und ja, aus einem freien Willen, sage ich mal. Ich werde ihm einfach aushelfen, weil mir mein Vater auch sowas beigebracht hat. Einfach helfen, wenn man Hilfe braucht. Und ja, da habe ich noch ein bisschen Spaß in der Natur, kann ihm bei ihm und seinem Projekt aushelfen, weil ich natürlich weiß, wie es ist, so einen Bauerngarten, Permakulturgarten wirklich aufzubauen und ja, das dann wirklich auch den ganzen Tag zu machen. Also es ist nicht immer so einfach, wie die meisten sich vorstellen, dass man so einen Garten hat, so einen kleinen Garten, macht mal ein, 2 Stunden etwas. Das ist dann schon wieder eine ganz andere Hausnummer, wenn man das dann wirklich auch so nach Prinzip und nach einer Bestimmung und nach
mit einer gewissen Freude das macht und da auch versucht, sein Geld damit zu verdienen. Das ist eine ganz andere Sache. Mehr zu dem Thema möchte ich jetzt auch nicht mehr hinzufügen. Das sind jetzt so diese wesentlichen Gründe. Könnte man noch mehr aufzählen, ist klar. Aber ich möchte es jetzt einfach damit belassen. Das sind einfach meine Beweggründe und Entscheidungen. Ich muss mich vor niemandem auch rechtfertigen, warum dass ich das jetzt nicht mache oder wenn sich einige freuen, ist eine gute Entscheidung. Es sind einfach eine Entscheidung. Ob sie gut oder schlecht ist wieder eine reine Interpretationssache. Und ja, das sind meine Gründe. Ich muss mich auch nicht davor rechtfertigen. Ich werde jetzt hier weiter bei meinen Eltern bleiben. Die lassen mich hier wohnen. Da kann auch jeder es so sehen, wie er will. Kann es auch für sich interpretieren, was er davon hält. Ist mir auch wieder, ja, ist eine Interpretationssache von jedem Einzelnen. Ist mir auch dann auch wieder relativ egal, wie es andere sehen. Und sonst, ja, werde ich das Beste aus meiner Situation machen. Und wir können ja nicht alle auswandern und gehen. Wir bauen hier Scheiße, können ja nicht die, machen hier alles kaputt und dann bringen wir das in andere Länder, dann wird sich das auch nicht bessern, nur weil die anderes Wetter haben und Ding. Das sind die äußeren Faktoren, vielleicht vom Wetter her und alles, Klimazone, vielleicht ein bisschen anders. Aber Probleme bleiben immer die gleichen. Von dem her werde ich dann halt hier einfach meine tropischen Bäume und die tropischen Gewächse wie die Bananen, die Avocados, da hinten ist noch eine schwarze Sapote, Negro. Da die Pfirsiche und alles, die sibirischen Kiwis, die Cherimoyas, die Graviola. Nun pflanze ich das einfach alles hier an. Und wenn man sagt, es geht nicht in Deutschland, habt ihr die Rechnung ohne mich gemacht. Also ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr den Kanal auch wieder kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hier im Projekt hochlade. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar. Könnt ihr auch gerne hinterlassen. Und sonst findet ihr weitere Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung und natürlich auch auf meiner Webseite verlinkt, damit ich natürlich auch weiter mein Projekt fortführen kann und es sich ein bisschen weiterentwickelt, wie ein kleiner Baum sozusagen. Das ist so, diese Unterstützung ist wie eine Gießkanne. Ich bin der Baum, ihr seid der Gärtner und ihr gießt mich. So könnte man sich das auch ein bisschen vorstellen. Und sonst würde mich natürlich freuen, wenn ihr Freunden, Bekannten, Familien von mir und meinem Projekt auch weiter erzählt. Würde mich auch sehr freuen, dass immer mehr Leute so Richtung Permakultur gehen und jeder in seine Sichtweise oder in seiner Lust und Laune einen Teil zu einer harmonischen Gemeinschaft beitragen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch wunderbare und schöne Spätsommer- oder Herbsttage. Genießt wirklich die Natur. Genießt noch eure letzten Ernten oder genießt allgemein einfach eure Ernten, letzte hin oder her. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.